Hier sind wolkenfrei und Selfie von heute Nacht. Ein Selfie von heute Nacht. Wir reden später und es gibt natürlich eine Zugabe. Riesenapplaus, Vanessa Mai! Dankeschön. Vanessa Mai bei mir, wolkenfrei, ist zurück. Hi. Mit ganz, ganz tollen Songs über Liebe, über Glück, über Freiheit. Wie fühlt sich das an? Guck mal, alle, oh mein Gott, es ist so, erstmal, ich danke dir, dass ich da sein darf. Es ist so schön, so ich viele Leute hier. Ich danke dir, dass du gekommen hier. Bist. Ich freue mich so sehr. Ja, wolkenfrei sind meine Wurzeln. Ich habe vor 10 Jahren angefangen und ich war auch hier. Ja, ja. Wir haben hier unsere ersten Sendungen gehabt und jetzt ist 10 Jahre vergangen und ich habe einfach Bock gehabt, mal wieder Schlager zu machen. Und die Fans hatten so Lust auf diesen wolkenfrei Sound und es kommt so schön an. Also vielen Dank auch zu Hause für das Hören. Es ist unfassbar, was die Resonanz ist und ich bin wirklich so voller Glück. Und das Album Hotel Tropicana ist jetzt draußen und wird fleißig gehört und bin einfach happy. Ist auch ein toller Titel, Hotel Tropicana, oder? Eingecheckt und nie wieder auschecken. So sieht's aus. Das ist
du das All-Inclusive ein Jahr lang gute Laune. Ja. Ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ich glaube Club Tropicana, das war so ein Projekt oder war ein Song. Wham. Ja, richtig. Ne? Voll. War meine erste Idee und ich bin großer Wham-Fan, also ebenso. So auch Hotel Tropicana. Wie sieht denn dein Sommer aus? Was hast du für Pläne? Ich bereite mich jetzt schon tatsächlich vor auf nächstes Jahr. Wir haben bei mir zu Hause in Stuttgart ein Riesenkonzert in der Porsche Arena. Okay. 2 Tage nach meinem Geburtstag. Das heißt, wir feiern so richtig, richtig doll. Und wenn ihr Lust habt, kommt gern vorbei. Es wird wirklich ein tolles Konzert. Und Wolkenfrei ist auch dabei. Also ich, Vanessa Mai und Wolkenfrei ist quasi beides auf der Bühne. Wie geht das denn? Es ist so cool. Vor allem frage ich mich dann, wie du dich selber interviewst. Ja, aber das wird witzig. Es wird wirklich gut. Ja, und wir machen das echt, echt toll. Und es wird eine Riesenfete. Also ich freue mich da sehr. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, das, wenn du mal wieder da bist. Aber ist das tatsächlich so, dass solche großen Projekte auch so langfristig vorbereitet werden müssen? Also in dem Fall ja, weil es halt wirklich eins der größten Konzerte ist so von mir. Mhm. Da passen, keine Ahnung, 8000 Leute rein. Mhm. Und das ist für mich ein Riesenhighlight. Und ich bin so dankbar, da spielen zu dürfen. Und da wollen wir natürlich schon so richtig doll was Tolles machen. Deswegen bereiten wir uns davor. Ansonsten mit Wolkenfrei auf Festivals sind wir unterwegs ein bisschen. Gut. Und viele Projekte. Vanessa Mai schläft auch nicht. Da haben wir auch schon ein paar Überraschungen geplant. Schön. Also es ist schön. Dreimal Holz. Möge gesund das alles, sind wir alle. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja. Möge alles gut gelingen. Du bist, hast eine Zugabe mitgebracht. Deswegen sind die Dance for Fans natürlich hier. Erzähl, wie heißt der Titel? Worum geht's? Das ist die erste Single von Wolkenfrei gewesen. Uns gehört die Welt. Und ich glaube, wir checken jetzt alle ein ins Hotel Tropicana und nie wieder aus. So sieht's aus. Ist das ein Deal? Machen wir. Herzlich willkommen, die Zugabe. Wolkenfrei! Der Bulli ist